Servus ihr Lieben, hier ist wieder Annette, euer Medium mit Herz, mit dem Pink Spirit Talk. Mit Pink Spirit stehe ich für humorvolle, lebensbejahende und geerdete Spiritualität für jedermann. Mit meinem Geistführer Gibi an meiner Seite bringen wir gemeinsam Leichtigkeit in das Thema geistige Welt. Unser Motto ist, Spiritualität soll alltagstauglich werden. Servus ihr Lieben, es ist wieder Pink Spirit Talk Time. Yes! Ja, heute ist das Thema Tiere. Das habe ich ja schon in Instagram und in Facebook angekündigt, weil ich das so cool fand. Nochmal danke an die liebe Ute für das coole Bild von ihrer Katze. Und das hat sie mir schon öfter geschickt, oh Gott. Die liebt Pink Spirit Talk und hört das immer mit ihr mit und legt sich da vor der Fernseher. Fand ich total cool. Genau, wie ihr wisst, bin ich jetzt kein Tier oder keine Tierkommunikatorin. Da gibt es ganz viele liebe Menschen um mich rum. Das sei die Tamara ganz lieb gegrüßt, die ja, denen es ganz leicht fällt, zu Tiere Kommunikation aufzunehmen, also zu lebenden Tiere vor allem, aber auch zu Verstorbenen. Das heißt, ein Tierkommunikator, ja, also ich kenne es zumindest so von den Menschen, die ich kenne, die verbinden sich mit dem Tier, also so wie ich Aura-Reading mache, mache die praktisch Tier-Reading, weiß jetzt gerade nicht, das anders, das symbolisch, aber so dürft ihr es euch vorstellen, die mit dem Tier in die Kommunikation gehen und frage, was los ist, meistens sind es Problemtiere, wo denn das Problem ist und sie dann die Antworten von den Tieren bekommen, meistens über Bild oder eben live von denen, also dass ich die Tiere live sehe und ich kenne so, dass ich es dann aufschreibe, so die Antworten und dann halt an der Sitzung dem Herrchen mitteile. Finde ich ganz cool und finde es ganz spannend und habe das schon ganz oft, was heißt ganz oft, das ist jetzt auch übertrieben, aber hin und wieder erleben dürfen, dass das echt ja cool ist. Ich habe das mal zu meinem verstorbenen Kater machen lassen, fand ich mega spannend, was ich da für Antworten noch gekriegt habe im Nachhinein. Ja, ich persönlich nehme Tiere im Jenseitskontakt sehr wohl wahr, also das schon auf jeden Fall. Wo ich dann sehe, wenn der Verstorbene ein Tier hatte, was hatte ich schon alles im Jenseitskontakt, Katze, Hunde, Hase, ein Pferd schon, ja, mega spannend. Aber ich kriege jetzt keine Botschaften von den Tieren, ich nehme das Tier wahr. Oder wenn das Tier eben zu dem Klienten gehört hat, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel eine Tochter zum Papa einen Jenseitskontakt haben oder hat und hatte zum Beispiel einen Hund, und der ist auch verstorben und dann zeigt mir oft, oder passiert es dann eben oft so in dem Beispiel, dass der Papa mir dann den Hund zeigt und dann kriege ich so Gefühl dazu und das sind für mich immer die Seelentiere. Ich habe so die Erfahrung in meinen Sitzungen gemacht, dass es, ja, dass es immer ein, also ich habe immer bisher ein Seelentier erlebt, das heißt, zu dem er ganz enge Bindung hat, das was ganz Besonderes war. Wobei in meinem Fall sind es auch zwei, muss ich jetzt auch ehrlich sein, das ist mein verstorbener Kater und mein, ja, was heißt mein, ein verstorbener Hund von meiner Oma, der immer wieder in die Kontakte auftritt, wenn ich irgendwo einen Kontakt bekomme. Also echt spannend. Also das nehme ich wahr, aber ich bin jetzt nicht die Kommunikatorin. Was auch schon war, dass ein Hund verschwunden war, dass ich da wohl doch von dem, also was heißt wohl, ich habe von dem Hund schon die Bilder gekriegt, wo er liegt. Also da kann ich zumindest die Umgebung beschreiben und er wurde dann auch gefunden. Da habe ich wohl schon ein Draht dazu, aber ich muss mir jetzt nochmal ganz klarstellen, ich bin keine Tierkommunikatorin, da vor kurzem aber bei mir jemand in der Praxis war, der eigentlich ein Reading mit Gibi gebucht gehabt hat und dann eben wissen wollte, was das Tier denn zu sagen hat, weil es Probleme zwischen dem Mensch und dem Tier gibt und da habe ich ja ganz klar gesagt, da kann ich nicht helfen und habe da natürlich auch kein Geld verlangt, sondern eine Tierkommunikatorin weitergeleitet, weil ich kann da nicht helfen. Ich spüre zwar das Tier, ich habe gespürt, wie das Tier das sich fühlt, was wohl das Thema ist, aber ich weiß nicht, was das Tier dazu sagt. Kann, und ja, ich habe dann auch zur Antwort gekriegt, ich müsste doch mit Seele, jeder Seele kommunizieren. Ja, das wird oft gedacht, aber ich habe mich jetzt mal auf die Menschen konzentriert und das ist halt die Gabe, die ich mitbekommen habe, weil das Talent eben mit Verstorbenen zu kommunizieren und die Aura von den Menschen wahrzunehmen und die Themen zu sehen und mit der geistigen Welt zu kommunizieren und. Aber die Tiere sind in meinem Fall nicht dabei. Und ich finde es halt immer mega wertvoll, wenn man dann auch so ehrlich ist als Medium und sagt, du, das ist jetzt nicht gerade mein Steckenpferd, bitte geh zur Tierkommunikatorin, die kann dir sicherlich weiterhelfen. Und jede gute Tierkommunikatorin, die nimmt auch verstorbene Tiere wahr und kann Kontakte herstellen. Und ja, wenn da Bedarf ist, könnt ihr euch gerne bei mir mit eurer
E-Mail melden, dann stelle ich da gerne einen Kontakt her. Genau, so viel zum Thema Tierkommunikation und Tiere. Ich bin dann gefragt worden in Instagram, ich gehe jetzt mal die Frage durch, ob die Tiere von der geistigen Welt geschickt werden. Also ich nehme schon wahr, dass gerade diese Seelentiere, dass die wie im Lebensplan drinstehen, also dass man wohl im Vorfeld schon irgendwo vereinbart, dass der Hund oder die Katze eine besondere Rolle in dem Leben spielt, weil ich es ganz oft erlebe, gerade eben Seelenhund oder Seelenkatze, dass das auch oft ich in den Jenseitskontakte gezeigt bekomme, dass es eben schwierige Zeiten, absolut Lebzeiten gab, und diese Tiere wie ja, der Therapeut war, kann man sagen, die, mit denen man alles besprochen hat, wo man sei sorgenlos worden ist, und sind wir ehrlich, Tiere sind die treueste Begleiter, also gerade Hunde. Ja, also von daher glaube ich schon, dass es irgendwo, also diese Seele, also wisst ihr, diese ganz besondere Tiere, kann ich, also so ist zumindest meine Wahrnehmung, die pinke Wahrnehmung, dass das schon diese besondere Tiere wie mit dem Lebensplan stehen. Ich glaube schon, dass das dann so gewollt ist, dass die einem über den Weg laufen und ah, die Tiere lassen uns ja erwachsen und zeigen uns viel auf. Lese ich gerade weiter. Genau. Jetzt muss ich gerade kurz die Frage, wenn es mir schlecht geht. Ja, genau. Tiere sind wahnsinnig sensitiv. Definitiv. Also egal welches Tier. Klar, zu Hause haben wir meistens Hunde oder Katze. Und ich erlebe immer wieder, dass Hunde oder ich dann in den Jenseitskontakten eben gezeigt kriege, dass es einen Hund gibt, der noch lebt. Und dass der Hund den Verstorbenen wahrnimmt, dass der Hund entweder immer in eine gewisse Stelle guckt und bellt oder jaunt oder was auch immer. Oder Katze auch, die jeden siebten Sinn haben. Also definitiv sind die Tiere sehr sensitiv. Für mich sind die sensitivsten Tiere die Delfine. Mega spannende Tiere, wunderschöne Tiere, total berührend. Sie sind für mich die sozialsten Seelen, die es gibt. Da mache ich keinen Unterschied zwischen Mensch und Tier. Und die sind total feinfühlig, die, also das ist Wahnsinn, die Tiere, und sie wäre ja auch für Therapie genutzt, ne? Was ich jetzt wieder weniger schön finde, wenn es irgendwo eingesperrt ist, weil ich finde, jedem Wildtier sollte mal die Freiheit lassen. Ich war vor kurzem im Wald, also das war irgendwo mein armes Saarland, wo ich mit einem Freund unterwegs war, und da war dann wieder ein Adler eingesperrt und so. Ich finde es immer so schlimm, aber bleiben wir bei den Delfinen. Aber es gibt ja Delfine in freier Wildbahn, oder die zumindest ein Stück weit eingegrenzt sind. Gut, es ist jetzt auch wieder Gefangenschaft. Aber wo es so mega Erfolge gibt, eben mit Kindern, die geistig behindert sind, frühe oder zurückgebliebene Kinder, Autisten. Also da gibt es so mega Erfolge, was die Delfintherapie angeht. Und die spüre, wenn es jemandem nicht gut geht, und komme sofort. Muss ich jetzt auch an meinen verstorbenen Kader denken. Rocky hieß er. Wirklich, der Name war Programm. Ich habe den auch damals von einer Familie rausgeholt, wo er schwer misshandelt worden ist. Und dahingehend war das nie ein Schmusekater. Das war eigentlich ein Kampfhund im Körper eines Katers. Also die Hunde außenrum hatte Angst, wenn Rocky irgendwo aufgetaucht ist. Ich werde nie vergessen, die Story muss ich erzählen. Als ich mit dem, ich habe den gekriegt, da war er, glaube ich, 6 Wochen. Und dann sind wir das erste Mal zum Tierarzt. Und es war gerade eine Handvoll Bündel, ja, Katze. Und der Tierarzt hat sich totgelacht, Rocky, ja, der hat irgendwann die Handschuhe angezogen und den Stock rausgeholt, da habe ich dann den Kater rausgeholt. Also ich konnte ihn nicht wie andere Katze einfach auf den Arm nehmen und streichen, dann bin ich angebissen worden. Aber ich muss sagen, wenn es mir mal nicht gut ging, sei es körperlich oder seelisch, und ich auf der Couch lag, dann kam Rocky und hat sich auf den Bauch gelegt und hat, also der hat es gespürt, wenn es mir nicht gut ging. Das fand ich immer faszinierend. Immer mal wieder kriegt man mit, dass Tiere Menschen nachts geweckt haben, wenn das Haus gebrannt hat, oder Tiere sind ja die größte Signalgeber, wenn irgendwo ein Erdbeben ist, Tsunami, egal. Wenn man dann recherchiert und sieht, dann sieht man, dass die Tiere viel früher die Flucht ergriffen haben, weil sie einfach gespürt haben, dass irgendwas nicht stimmt. Dieses Gespür haben wir Menschen leider verloren. Also, ja, so viel zum Thema Sensitivität. Also ein Elefant ist so sensitiv, ist ja eh noch so. Habe ich noch auf der To-Do-Liste, ich will einmal spüren, wie ein Elefant sich anfühlt. Also definitiv, also für mich ist jedes Tier wahnsinnig sensitiv. Und
jedes Tier hat seinen Charakter und seine Eigenschaft, also mega schön. Die nächste Frage war, ob Hunde auch einen Seelenplan haben, wenn sie zu ihrem Herrchen kommen. Die Frage kann ich nicht beantworten, weil, wie gesagt, mit der Tierkommunikation bin ich jetzt nicht so fortgeschritten. Ich glaube aber schon, dass ich glaube zum einen, dass die ganze, egal welches Tier wir nehmen, die eigentlich viel weiter in der Entwicklung sind wie wir, weil die Tiere leben immer im Jetzt und Hier. Also das ist Wahnsinn. Außer man hat natürlich schwer misshandelte Tiere, die sich dann auch an die Vergangenheit erinnern und Problemtiere sind. Aber im Großen und Ganzen muss man jetzt auch ehrlich sagen, sind die weiter wie mir und jedes Tier lebt im Hier und Jetzt. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube schon, dass es eben Seeletiere gibt und dass die wie im Lebensplan von uns drinstehen, also sind sie auch wohl im Lebensplan von dem Tier. Genau, die Frage war noch, was es bedeutet, wenn ein Hund misshandelt wird und im Tierheim landet. Also ganz ehrlich, wenn ein Tier misshandelt, egal welches Tier, ob es ein Hund ist, eine Katze, egal was, dann kann ich dem Tier nur wünschen, dass es im Tierheim landet und aus dem Zuhause wegkommt, wobei das ist ja dann auch kein Zuhause aus dem Sklavenhaus. Also das kann man nur jedem Tier wünschen, dass es rauskommt, wenn es irgendwo misshandelt wird. Das steht außer Frage. Ich verstehe die Frage nicht. Also was es für den Hund bedeutet, dass es aus der Gefangenschaft rauskommt, dass er nicht mehr misshandelt wird. Die Misshandlung selbst, jetzt sind wir ehrlich, Tiere haben eine Seele wie wir Menschen. Und wie ist es für uns, wenn wir misshandelt wären? Also ich komme da oft nicht mit und wenn ich die Bilder sehe, ich verstehe die Menschen nicht. Und ich ein Hoch auf darauf an jeden Zirkus, der die Tiere zum Beispiel aus dem Programm nehme. Da sei jetzt Roncalli erwähnt, die die Tiere draußen haben und nur noch so Hologramme, glaube ich, seit dieses Jahr mache. Es geht gar nicht an Zoo. Also ich vermeide echt, in den Zoo zu gehen, außer ja, für meinen Neffe habe ich das mal zuliebe gemacht. Aber schaut euch die Tiere an, wie verhaltensgestört die sind in der Gefangenschaft. Und da denke ich immer, muss das sein. Natürlich werde einige Arten, so heißt es zumindest, geschützt und wäre schon ausgerottet. Aber ganz ehrlich, wenn mir halt mal normal mit dem Planeten umgehen würde, aber das ist ein anderes Thema, dann wäre die Tiere auch nicht ausgerottet. Ich bin vorhin wieder nach Hause gefahren, ich wohne im Wald und hat wieder jemand heute Nacht oder vielmehr morgen, heute Morgen war das genau, war wieder ein McDonalds-Typ mit dem ganzen Plastikbecher auf der Seite gelegen, wo ich denke, wie krank sind wir eigentlich? Ist es so viel zu verlangen, sein Müll in eine Mülltonne zu tun. Ich verstehe das nicht. Oder auch vor mir dann wieder, wenn jemand die Zigarette raucht und rausschnippst, muss das sein? Kann man das nicht sammeln und alles gezielt weg? Müssen wir die Natur noch mehr verschmutzen? Boah, da komme ich echt in so ein politisches Thema. Sorry, aber man vergesse oft echt, dass mir die Erde unsere Kinder zurücklasse und ich das ganz schön schlimm fand, wenn ich allein an Jüst denke, wenn ich da am Strand entlang laufe, wie was ich da an Müll teilweise mitnehme, das ist ja Wahnsinn. Also krasse Scheiße, ja. Aber da, ich meine, im Wattenmeer ist genauso Thema, da leben Millionen Tiere, Millionen vor. Ich glaube, vor 3 Jahren war ich mit meinem Neffe oben, dann habe ich das erste Mal in meinem Leben Wattwanderung gemacht. Habe ich ja immer gedacht, jo. Ich habe noch nie so was Spannendes und Interessantes gesehen und mir war gar nicht bewusst, was das Wattenmeer für uns Menschen bedeutet. Dass das die Lunge, das ist die Lunge für uns Menschen. Das ist Wahnsinn und mir macht es kaputt. Ja, weil wir Muscheln fressen. Muscheln, ja, sind die Nieren, die Leber des Meeres. Ja, die machen das sauber, das Meer, dass es für uns atmet. Also nur so mal by the way, krass. Also kann ich jedem nur empfehlen, wenn ihr mal irgendwo in der Nordsee seid. Dann macht eine Wattführung und vor allem guckt, dass es wirklich so ein Einheimischer ist, war bei mir auch, das war mega spannend, was der Mann für Wissen hatte. Der hat auch irgendeine bestimmte Muschel jetzt hat unter Naturschutz gestellt. Es ist echt mega spannend. Das musste ich kurz ausholen, was alle ihr wisst, von Pontius zu Pilatus. Also dann war die nächste Frage, ob Tiere Krankheiten ihrer Menschen auf sich nehmen, aus Liebe. Das habe ich nicht so ganz verstanden, bin ich ehrlich, weil ich jetzt noch nicht erlebt habe, dass ein Hund oder meine Katze früher meine Rückenschmerzen oder so übernommen hat. Man muss jetzt ehrlich sein, Tiere werden viel seltener krank, also wie wir Menschen. Natürlich spielt auch Ernährung eine Rolle, da muss ich jetzt an den XXL-Ostfriesen denke, Gott hab ihn selig, der leider auch schon verstorben ist. Diese Serie habe ich geliebt und ich glaube, ich habe wirklich jede Folge geguckt. Also ich habe mehrfach geguckt, weil ich das so mega spannend fand. Der Mann hat ja eine Gabe gehabt,
zwar am Medium für Tiere, sage ich immer, mit den, das ist echt, wenn ihr mal irgendwo in der ARD-Mediathek oder so, guckt euch den an. Das fand ich immer spannend. Der hat eine Sicht auf die Tiere gehabt, voller Liebe, aber er hat sie natürlich sein lassen. Und er hat immer auch so neben Pferde Hundesprechstunde gehabt. Und dann kam er halt, hat man gesehen, die Schoßhündchen und so, sag ich mal, oder die verwöhnte Hunde. Was ja auch gut ist. Ich meine, ich habe meine Katze auch verwöhnt ohne Ende. Aber die halt nur Trockenfutter bekommen und dann auch ganz trockenes Fell und Stinke und so. Und er das dann mal erklärt hat, dass das ganz klar ist. Ein Hund ist ein Hund und der Hund stammt von Wolf ab und der Wolf wird sich mit Trockenfutter auch nicht zurechtgeben. Wisst ihr, wie ich meine? Und dass ein Hund eben frisches Fleisch braucht, Pansen hat er den Hunde immer gegeben. Ist zwar eklig, aber im Prinzip hat er recht. Also wenn ich dann sehe, veganes Essen für Hunde, seid mir nicht böse, sind Fleischfresser, schon krank, was mit den Tieren machen und dass die dann krank werden, sorry. Aber ansonsten muss man jetzt ja ehrlich, haben sie nicht so die Krankheiten wie mir. Natürlich, um Himmels Willen gibt es das Armtierreich, Krebs und was weiß ich, aber ja, ist trotzdem noch anders da. Ich kann die Frage nicht beantworten, weil ich sie nicht so ganz verstehe. Wo ich mitgehe, ist, dass Tiere wie Familienmitglieder sind. Also das ist für mich genauso gewesen, als mein Kater Rocky gestorben ist. Gott hat ihn wirklich selig. Ich habe das Tier über alles geliebt, obwohl es echt, es hat mich misshandelt zum Schluss. Er hatte eine Krebserkrankung. Da war ein riesen Knoten auf einmal und den hat die Tierärztin, die echt cool war, großzügig ausgeschnitten und hat mir aber damals schon gesagt, es war bösartig, aber hat gesagt, sie hat alles erwischt. Jedoch mit so einer Krebserkrankung, dass der Kater jetzt 20 wird. Und er hat dann aber noch, glaube 4 Jahre gelebt, also geil nach der OP. Das ist genauso was Tiere, ne, mit ihrer Feinfühligkeit. Tiere wissen nicht, was sie bekommen an Medikamente. Ich musste Rocky 2 Wochen stillhalten, weil das war am Hals und er durfte nicht lecken und er durfte nicht groß springen, weil das ist halt bis in den Bauch ging wegen der Narbe. Was machst du jetzt mit dem Kampfkater, der eigentlich nur noch draußen war? Den hast du drin nicht kalt. Ich habe es damals misshandelt, aber die haben gesagt, das ist eine Hauskatze. Ja, den hast du nicht kalt. Also der ist von Anfang an war der draußen. Und dann, wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Dann bin ich in die Apotheke, habe die Rescue-Tropfe von Bachblüten geholt und habe den Kater unter Rescue-Tropfe gesetzt. Der hat immer alle paar Stunden Rescue-Tropfe bekommen. Und ich schwöre euch, der war 2 Wochen ruhig gestellt. Immer wenn wieder die Kräfte kamen und ich gemerkt habe, okay, der Rocky in ihm erweckt, erwacht, dann hat er den Bachtropfen gekriegt, Bachblüte Rescue. Also es hat wirklich geholfen, fand ich krass, ja, weil mir Menschen immer sagen, oh, und nur Schwachsinn. Die Tiere wissen es nicht und es funktioniert. Ich werde ja nie vergessen, einer meiner ersten Fernheilungsrunde über Facebook und Instagram. Ich weiß nie, wer die Namen sind, ja, und früher, also, ja, ich kriege ja nicht alle Namen mit. Ich druck zwar schon aus oder schreibe, aber ich weiß nicht, ob jetzt Tina, ja, ob der Paul jetzt ein Hund oder eine Katze ist, ganz ehrlich gesagt. Oder ein Mensch, sorry, so meine ich, oh Gott. Mengen. Und da fand ich krass, da hat dann, ich habe die Fernheilung gegeben und ich glaube, einen Tag oder 2 Tage später hat mir eine Dame Mail geschickt. Das finde ich immer mega lieb, wenn ich dann Feedbacks bekomme, wo mir eine Dame geschrieben hat, dass ihr Katze ganz schwere Mittelohrentzündung hatte und 2 Tage oder sogar schon einen Tag nach der Fernheilung war es weg. So, die Katze wusste nicht, dass sie jetzt Heilung kriegt. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist krass, wie die drauf anspringen, weil sie es nicht mitkriegen. Und es ist immer echt immer spannend, vor allem bei Tieren. Also da macht mir immer, also Fernheilung ist eh cool und ich liebe es, aber da ist es immer so cool, weil die so, ja, ne, sie sind weiter wie mir, sie leben jetzt und hier und nehmen es einfach an, sie wissen es ja nicht besser. Also mega spannend. Tiere, ja. Mehr Fragen habe ich jetzt auch nicht bekommen. Mehr wüsste ich jetzt auch nicht dazu erzählen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann jederzeit melde. Tiere als Krafttiere liebe ich auch, wie ihr wisst, weil für mich jedes Tier irgendwo eine Bedeutung hat. Ja, und gibt so, wisst ihr, Tiere sind toll, guckt euch an. Ich muss jetzt da denken, wie sie uns helfen, die ganze blinde Hunde oder eben Therapiehunde oder ich bin ja früher geritten. Als ich so Mitte 20 war, dachte ich, ich muss mich der Angst Pferde stellen und habe dann Reiter angefangen. Das Pferd hatte dann Angst vor mir, glaube ich. Es war eine geile Zeit, aber ich habe es gemacht. Ich habe mich dem gestellt und das war so ein offener Reitstall. Ich bin da. Hab da auch geguckt, dass es halt
ja, in Stadis, wo die Tiere einigermaßen artgerecht gehalten waren. Ich meine, artgerecht wäre jetzt halt in der freien Wildbahn, das wisst ihr auch. Aber es war wunderschön mit dem Offenstall und also echt cool. Und die hat auch, und es war, ja, ich, ne, auf dem klassischen Dressurpferd ähnelt. Das war dann, ich bin auf dem Norweger geritten, da war Haflinger, da war Lipizzaner, war es, glaube ich, sogar. Also war echt cool. Hat mega Spaß gemacht. Waren immer die einzigen Momente, wo ich nichts gedacht habe, nur auf dem Pferd zu bleiben. Und sie hat Therapiereiter angeboten, eben für Frühchen, also die dann später halt in der Entwicklung leider noch ein bisschen nachkrank sind oder behinderte Kinder. Und die Reitstunde war immer vor meiner. Und ich fand es mega spannend, wie die Kinder sich auf diese Tiere haben eingelassen und wie die gelacht haben und gegluckst haben. Und echt wunderschön. Also wenn ich dann drauf bin, da war ich eher den Tränen nah. Nee, war eine coole Zeit. Also deswegen, es gibt echt mega, mega coole. Also, Tiere sind cool und es ist echt schön. Und Gibi gibt mir jetzt noch dauernd den Wolf und da für den möchte ich jetzt auch noch in die Bresche springen. Also ich finde es gerade krass, was in unserem, in der Hinsicht, seit meine böse, dumme Deutschland wieder abgeht. Der Wolf ist zurück und überall der Aufschrei. Und dann denke ich mir, was haben wir eigentlich die Menschen dazu gelernt? Nix. Noch die gleiche Glaubensmuster wie vor 100 Jahren, wo der Wolf ausgerottet ist. Ganz ehrlich, lass den Wolf zurück in unsere Wälder. Der hat noch nie einen Mensch angegriffen, außer er hat Tollwut. Jedes Tier, das Tollwut hat, wird uns angreifen. Also sind wir mal ehrlich. Der Wolf, ich habe gesagt, der Tollwut, der Wolf sorgt dafür, dass das alles im Gleichgewicht ist. Es gibt Studien. Ich liebe ja Tierdokus, gell? Ich liebe Tierdokus. Wolf, Adler, Bär, ne? Das sind, ach Gott, weißt du, wie viele Dokus ich da schon geguckt habe. Und da war eben Doku dabei, wo sie so einen Abschnitt, das war in Schweden, einfach mal wieder Wölfe angesiedelt haben, bewusst, und dann einfach eine Studie draus gemacht haben. Und vorher waren einige Baumarten und Sträucherarten vom Aussterben, kann man auch sagen, bedroht. Weil die Elche sie weggefressen haben, muss man auf Deutsch sagen, und ja, durch ihre Masse weggeschoben, also ne, dem Erdboden gleich gemacht, ist richtig gesprochen. Und ab dem Zeitpunkt, wo die Wölfe wieder im Revier waren, hat sich zum einen der Wildbestand aufs gesunde Maß reduziert, weil da waren die Elche, haben das Land sozusagen regiert. Und damit sind die Pflanzen wieder aufgeblüht, damit sind wieder mehr Vögel gekommen, damit waren mehr Insekten da. Also es ist Wahnsinn, wie das zusammenhängt. Nur mit dummen Menschen müssen wir immer wieder eingreifen und denken, das Tier ist nicht gut für die Welt. Jetzt sind wir mal ehrlich, der liebe Gott, der wird sich doch gedacht haben, warum es jedes Tier gibt, oder? Und wir Menschen stellen uns aber mal wieder über Gott und wissen es besser. Ach, was soll ich dazu sagen noch? Da fällt mir nichts mehr ein. Na gut, ihr Lieben, ich werde jetzt mal noch gleich meine Tasche packen. Heute ist Donnerstagabend, morgen geht's ins schöne Ermating. Ich freue mich mega, ich war schon lange nicht mehr da, am Jahresanfang das letztes Mal, meine ich. Ja, genau. Und weiß gar nicht mehr, wann es war, März. Ich weiß es nicht mehr, Jasmin. Genau, zu Einzelsitzungen freue ich mich schon. Und ich werde auch, genau, dann am Wochenende mit der liebe Jasmin von den Free Room, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, ein Interview mache, meine zweite Veranstalterin, meine erste Veranstalterin, zweite, natürlich die beide. Beide Veranstalter sind mega Veranstalter mit Herz in der Schweiz. Und die liebe Jasmin Engeli wird mich, hat mich jetzt unter Vertrag auch. Und wir werden im November einen Workshop, den ersten Workshop in der Schweiz, Pink Spirits Workshop, wird in Kürze auf meiner Seite sein, muss ich dann auch dem lieben Julian schreiben, weil es ist schon alles fertig, der Raum ist gemietet, steht schon alles fest, wird ein Wochenende rund um die Sensitivität und Medialität sein, genau. Ihr Lieben, das war's jetzt, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, genießt die Zeit, die Sonne kommt jetzt zurück und ganz wichtig, sing pink.